Hallo Cengiz, schön, dass du wieder hier im Videointerview bist. Wir haben ja schon mal eins zusammen gemacht. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist seitdem passiert? Soweit ich weiß, bist du umgezogen. Ja, ich wohne jetzt mittlerweile in Frankreich. Ich bin aus Deutschland eben wie angemeldet, bin ich da halt dann weggezogen. Das hat halt dann auch berufliche Gründe. Also das sind halt dann nicht nur die persönlichen Sachen, die da halt dann mit den Ämtern und den Behörden ablaufen. Und zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen halt dann. Ich bin hier halt dann auch näher an Freiburg ran mit dem Auto. Ist halt immer noch ziemlich weit, aber es ist näher. Und also ich habe jetzt halt dann auch die Möglichkeit, halt dann auch kurzfristiger zu den BUs zu gehen. Oder falls halt dann eben sich die Herrschaften von den Behörden und den Gerichten halt dann erbarmen, ihn halt dann auch, also auch die Möglichkeit hätte halt dann auch, ihn an den Wochenenden halt dann leichter abzuholen, ihn halt dann auch zurückzubringen. Ja. Aber das ist ja eigentlich mehr ein Traum eigentlich. Also da bin ich ja ziemlich weit davon entfernt. Ja, also die das Video nicht gesehen haben, du hast in Tübingen gelebt. Dein Sohn wurde von deiner Ex-Freundin nach Freiburg mitgenommen. Das war eine Ex-Frau. Nachtaktion sozusagen. Und du bist jetzt Sozusagen. nach Straßburg gezogen und es liegt eben zwar in Frankreich, aber näher an Freiburg als Tübingen es eben bisher war. Ja, Und du genau. bist auch über LTE jetzt im Internet, weil du halt noch keinen Internetanschluss dort hast und deshalb bleibt auch dein Video manchmal hängen. Okay, du bist Okay. umgezogen nach Frankreich, die Grenze in Deutschland. Und deinen Sohn siehst du nach wie vor nur im betreuten Umgang. Nur im betreuten Umgang. Ich muss mal kurz überlegen, ob es in der Zwischenzeit überhaupt ein Urteil gab seit dem Interview, das wir hier aufgenommen haben. Ich glaube nicht. Es gab, glaube ich, eine Verhandlung, aber der Urteilsspruch, der stand halt noch aus. Und es gab da halt dann eben ein Problem. Ich glaube, das war halt dann auch der zusätzliche Grund für die Verzögerung, weil wegen der Aufnahme vom Video. Aus dem Gesagten wurde mir halt dann eben wieder vor Gericht wieder der Vorwurf, also mir gegenüber der Vorwurf halt dann wieder laut, ich hätte doch da eigentlich gesagt in dem Video, dass ich das Kind entführen wolle im Prinzip. Und Also ich wurde das halt dann auch Video, nochmal das wir verhandelt. das letzte Mal gemeinsam gemacht haben, wurde tatsächlich angeschaut von den Professionen, von den Beteiligten der Verhandlung. Ja, also der Richter hat es auf jeden Fall gesehen, die Gegenseite hat es gesehen, der Gegenanwalt hat es gesehen, die Mutter war natürlich wie immer total empört und der Jugendamtsmitarbeiter, der hat halt dann auch deutlich weniger gegrinst als üblich, was ja halt dann auch schon mal ein Fortschritt ist. Okay, interessant. Also ich denke Also, selbst der mal, Richter der hat das Video Jugendamtsmitarbeiter hat das angeschaut. halt, ja. Er hat gesagt, er hat geschaut, aber nach dem, was er da halt dann irgendwie in der Verhandlung gesagt hat, was ich gesagt hätte in dem Interview, muss ich dann das doch ein bisschen in Frage ziehen. Also ich vermute mal, er hat es halt in Auszügen gesehen oder so. Also ich weiß nicht, weil das Video war ja auch schon ziemlich lang irgendwie. Okay, und wann war da dieser Verhandlungstermin? Die Verhandlung war am Dienstag oder am Mittwoch. Letzte Woche, welches Datum war Also denn noch nicht das? so. Boah, welches? Es war der 31. Juli. Ich glaube, das war ein Dienstag, wenn ich mich nicht täusche. Okay, dann sind wir wieder brandaktuell dran an deinem Fall. Und Ja. also die Essenz aus dem Video war, dass nach wie vor die Gefahr bestünde, du würdest deinen Sohn entführen. So hat er das gedeutet und hat mich da halt dann auch daraufhin gefragt, Wer hat es so irgendwie, ob ich das gedeutet? denn so gesagt habe. Der Richter selbst. Der Richter selbst hat es wieder. Okay, wie kommt er da drauf? Sagt, du hättest gefragt, wie ich irgendwie die Nähe zu meinem Sohn gewährleisten soll. Und ich wäre daraufhin halt dann eben nach Frankreich gezogen. Also wäre das doch ein sehr starkes Indiz dafür, dass ich halt dann den Kleinen irgendwie entführen wollte. Ich kriege das jetzt nicht hundertprozentig ganz zusammen, irgendwie, wie da die
die logische Zusammenführung irgendwie erfolgt ist. Also es hat halt auf jeden Fall was damit zu tun, dass du gefragt hast, wie ich die Nähe in der Zukunft herstellen möchte. Und ich hätte halt dann irgendwie darauf irgendwas gesagt. Ich kriege das echt gerade nicht zusammen halt dann irgendwie. Und daraufhin wurde halt dann eben nochmal weiter verhandelt und dann wurde halt dann auch gefragt, sind sie deswegen nach Frankreich gegangen, damit sie das Kind halt dann irgendwie ins Ausland entführen können oder so ähnlich. Ich krieg's gerade echt nicht zusammen halt dann irgendwie. Okay, ich schaue mir mal nach der Aufnahme jetzt noch das alte Video an und suche mal diese Stelle raus. Okay, gut, ich meine, das finde ich ja hochinteressant, dass der Richter sich das Video anschaut auf YouTube, das wir gemacht haben. Was hat er denn noch zum Video gesagt? Vielleicht noch ganz kurz vorneweg. Ja. Ich habe halt im Zusammenhang mit dem offenen Brief, den ich an das Landratsamt geschrieben habe, auf Empfehlung eines anderen Vaters, der halt dann auch in einer misslichen Lage sich befindet, in Bezug auf Kinderbesuche etc. oder andere Dinge. Und er hat halt dann damals eben einen öffentlichen Brief geschrieben. Das habe ich nachgemacht. Ich habe auch einen öffentlichen Brief geschrieben, habe als Adressaten sämtliche Mitglieder des Landratsamtes in Tübingen und in Freiburg kontaktiert, habe da diesen öffentlichen Brief eingeschickt. Dieser wurde auch im Internet in einem viel frequentierten Blog auch veröffentlicht. Und zusammen mit dieser E-Mail und dem Brief habe ich halt dann auch dieses Video halt dann auch eingeschickt. Der Richter selbst stand nicht in der Empfängerliste, aber der Jugendamtsmitarbeiter stand da. Es geht um das Jugendamt in Freiburg und auch Amtsgericht in Freiburg. Das Jugendamt in Freiburg. Genau, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich den Jugendamtsmitarbeiter, den ich nie zu Gesicht gekriegt habe, in Tübingen auch kontaktiert habe. Das müsste ich nachsehen, das weiß ich ja nicht. Das war auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich große Liste halt dann an Empfängern. Und genau. Ja, die Frage nochmal, kannst du die nochmal stellen? Ja, also du hast jetzt einen öffentlichen Brief gemacht und warum hast du uns das erzählt mit dem öffentlichen Brief? Einfach nur, um den Zusammenhang herzustellen, halt dann irgendwie, wieso hat der Richter dieses Video gesehen, weil die sagen halt dann nicht wirklich immer, halt dann irgendwie, wie sie gerade auf dieses Video kamen. Die Verhandlung fing da halt dann auch mit den Worten an, irgendwie, ja, es gab dieses Video. Und was wollten sie damit eigentlich bezwecken? Interessant. Okay, gut, dann wissen wir, dass die Videos von Freiheit für Familie von zumindest vom Richter am Amtsgericht Freiburg angeschaut wird. Ich weiß nicht, wie er dazu kommt, dass du in diesem Video sagst, du würdest dein Kind entführen wollen. Ich habe nichts dergleichen in diesem Video so verstanden. Von daher wundert es mich sehr. Noch habe ich sowas in der Richtung gesagt. Die Frage, wir haben uns damals unterhalten in dem Interview und du hattest mich darauf halt dann auch angesprochen, wie ich jetzt halt dann weiter vorgehen würde, ganz grob. Und ob ich halt dann dementsprechend, oder ich habe glaube ich dann gesagt, halt dann eben, dass ich Deutschland den Rücken kehre und so. Und ja, genau. Er hat halt dann auch er hat halt dann auch zum Beispiel total übersprungen, dass ich eben auf legalem Wege darum mich bemühen würde, Kontakt zu meinem Sohn zu haben. Das hat er zum Beispiel total weggelassen. Mhm. Und das ärgert mich ehrlich gesagt halt dann auch ein bisschen. Also wenn er das Video wirklich gesehen hätte, dann hätte er halt dann auch eben entsprechend mein Kommentar halt dann zum Schluss, was ich halt dann auch wohlbedacht da halt dann auch eingeführt hatte. Nicht, dass da entsprechend die Leute halt dann auf komische Ideen kommen irgendwie. Ja. Ne? Und aber er hat das halt dann irgendwie total unterschlagen halt. Ja. Und also das ist halt dann auch jetzt meine Befürchtung halt dann auch, beziehungsweise eigentlich eher meine Erwartung, dass er das halt dann auch irgendwie total wieder auslassen wird. Er hat halt dann irgendwie sich das Video stückchenweise angeguckt, vermute ich, und hat halt dann diesen Part ausgesucht, oh, das da könnte man doch irgendwie, da das klingt doch irgendwie, das klingt doch sehr, sehr zweideutig. Oder? Mhm. Okay, doch halt, ich erinnere mich jetzt, weil du hast damals in dem Video gesagt, dass du so enttäuscht bist vom deutschen, vom Gericht und auch Jugendamt, dass du am liebsten Deutschland den Rücken kehren würdest, weil du als Vater eben hier der Willkür und dem Unrecht ausgesetzt bist. Und okay, das hat jetzt der Richter sich angeschaut.
vielleicht nur ausdrucksweise, und hat es so interpretiert, dass du deinen Sohn entführen wolltest. Also nehmen wir an, der Richter... Also fairerweise sollte ich halt dann noch hinzufügen, er hat mich halt dann auch gefragt, ist das denn so? Also suggestiv. Okay. Und ich habe halt dann auch daraufhin gesagt, nein, dem ist halt dann eben nicht so, sondern das halt dann auch mitunter der Grund eine wichtige Rolle spielt, dass wir halt dann auch zum Beispiel andere Väter halt dann auch irgendwie anrufen, halt dann auch sich halt dann auch zu zeigen oder sowas. Also dass halt dann auch andere Väter halt dann auch merken, dass nicht nur sie dieses Problem haben, sondern das ist halt dann eben, das habe ich halt dann auch tatsächlich gesagt, offensichtlich ein systematischer Fehler ist, ein systematisches Problem ist. Und allein, dass ich gesagt habe, Systematik, war halt dann auch schon wieder Anlass von der Gegenseite, dieses Wort aufzunehmen und dann halt dann auch zu sagen, wie könnt ihr sowas sagen, dass es systematisch abliefe oder so. Okay, du kritisierst das deutsche Familienrechtssystem. Gut, also da wir jetzt wissen, dass der Richter unsere Videos anschaut, vielleicht schaut er sich dieses Jahr auch an. Deshalb möchte ich dir die Gelegenheit geben, stell doch mal ganz klar, ob du deinen Sohn entführen willst, ja oder nein, und wenn ja, wohin? Nein, also ich will meinen Sohn nicht entführen. Ich finde es eigentlich auch ziemlich heftig, mal überhaupt von Entführung oder sowas zu reden. Vor allem halt dann ein kleines Kind halt dann auch von der Mutter wegzubringen. Das ist halt dann auch eine Sache, die muss man erstmal jemandem unterstellen können. Also das ist wirklich nicht ohne halt dann irgendwie so eine Unterstellung. Das heißt eigentlich, wie ich das halt dann verstehe, ja, sie sind so ein Barbar, sie würden sogar ein Kind von der Mutter trennen halt dann eben. Also nochmal, nein, ich habe nicht vor, das Kind zu entführen, den Kleinen zu entführen. Mir geht es halt dann hauptsächlich um sein Wohl. Und ich habe halt dann auch schon bereits vor Gericht festgestellt, dass ich der Einzige bin in der Verhandlung, der sich tatsächlich um das Kindeswohl sorgt. Und dementsprechend das ist halt dann auch alles... Das ist natürlich ein rotes Tuch, die Beteiligten denken natürlich, dass sie sich um das Wohl des Kindes kümmern, und die Eltern sind ja immer da subjektiv. Und gut, jetzt hast du es geklärt, dass du deinen Sohn nicht entführen willst. Also, lieber Herr Richter vom Amtsgericht Freiburg, falls Sie auch diesmal zuschauen, ich hoffe, Sie finden genau diesen Ausschnitt, und diese Aussage war Ihnen klar genug, weil, wenn ich mich an deinen Fall richtig erinnere, ist ja der Verdacht, es ist ja nur ein Verdacht, du könntest deinen Sohn entführen, der Grund für den BU, für den begleiteten Umgang. So wie ich das verstehe im Allgemeinen, ist dem auch so. Also das heißt, da gibt es eigentlich nichts anderes, was überhaupt halt dann sowas wie ein BU rechtfertigen würde. Und es kommt halt dann auch permanent halt dann in einer Urteilsbegründung halt dann auch zustande. Ich erinnere mich halt nur an einmal, wo in der Urteilsbegründung das Wort Kindesentführung halt nicht stand, dafür stand halt dann irgendwas anderes da. Aber ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Also Kindesentführung halt dann irgendwie ist halt dann auch das, was mir vom Kinderschutzbund vorgeworfen wird. Da werde ich halt dann auch ständig emotional erpresst. Eben wenn ich halt auch da Kritik äußere, das wird halt dann auch nicht gern gesehen, weil wer sitzt am längeren Hebel, ist klar. Wenn der Kinderschutzbund morgen sagt halt dann irgendwie, ja, wir können halt dann keine begleiteten Umgänge, warum auch immer, halt dann durchführen, ne? Ein Grund findet sich halt dann immer, dann stehe ich halt dann ohne da. Also das heißt, okay, da kann ich halt dann die Fass mal nochmal zusammen. Also du hast gerade nur begleitenden Umgang mit deinem Sohn, und der ist, glaube ich, alle 2 Wochen. Okay. Der ist alle 2 Wochen, ja. Und das alles nur auf den Verdacht hin, du könntest ihn entführen. Deshalb muss immer eine Person dabei sein, wenn du deinen Sohn siehst. Ich weiß es nicht. Also irgendwie sorgt der Kinderschutzbund dafür, dass ich das Kind nicht entführen kann. Also theoretisch, ne? Also ich will das Kind nicht entführen. Ich wiederhole es hier gerne nochmal. Aber irgendwie ist der Kinderschutzbund, das halt dann auch immer machen. Vielleicht haben die irgendwie ein Telefon in der Nähe oder so, dass man zum Beispiel die Polizei rufen kann oder sowas, wenn ich das Kind gerade theoretisch am Entführen bin oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay, also ist es wirklich ursächlich der Grund für den begleitenden Umgang, dass der Verdacht besteht, du könntest deinen Sohn entführen? Also es gab keinen anderen Zwischenfall.
Außer der Tatsache, dass ich einmal im Affekt nach mehrmaliger Provokation durch die Kindesmutter, in denen sie mir damit gedroht hat, das Kind wegzubringen, ins Ausland zu bringen, nach dem fünften Male vielleicht, nach dem gefühlten zehnten Male vielleicht, dann halt dann gesagt habe, wenn du das machst, dann mache ich das auch, so nach dem Prinzip halt dann eben geantwortet. Okay. Einmal im Affekt geschehen, das habe ich halt dann auch vor Gericht, habe ich das halt dann auch mehrmals festgestellt. Und aus dem ganzen Kontext ergibt sich eigentlich auch nichts anderes, außer dass es halt dann einfach eine doofe Aussage halt dann im Affekt war. Und daraus halt dann irgendwas zu konstruieren, ist wirklich abstrus und halt dann auch wirklich sehr abenteuerlich. Es gab keine Pässe, das habe ich auch das letzte Mal vor Gericht gesagt, keine Pässe, die ich halt dann da irgendwie beantragt hätte, was oft einhergeht mit solchen Sachen, so wie ich mich halt dann irgendwie im Internet erkundigt habe über dieses Thema, beziehungsweise über meine Anwältin. Keine Pässe, keine Flugtickets, keine Geldtransaktion, nichts. Da war nichts. Also da ist okay, auch das ist dann kein Beweis. Ein reiner Verdacht. Von der Mutter vorgetragen. Und du bist von dann der Mutter nicht, vorgetragen. Ja, du bist nicht verurteilt. Die Mutter trägt es vor, sagt, sie hat die Befürchtung, du könntest Nein. das Kind. Ja, also und es gibt, das war, es ist nur ein Verdacht. Dabei hat die Mutter ja gesagt, sie würde das Kind mitnehmen. Ja, wo könnte die Mutter das Kind hin entführen? Nach Georgien oder in die Ukraine. Das ist das andere Ding. Es gibt jetzt Urlaubssaison und die Mutter hat halt dann schon mal Urlaub genommen. Das heißt, sie und der Kleine sind bis maximal 3 Wochen sind sie weg im Urlaub. Die sind 3 Wochen das heißt, in halt Georgien. Ich habe keine Ahnung. Sie kommuniziert mit mir nicht. Sie redet mit mir nicht. Alle Möglichkeiten der Kommunikation schlägt sie ab. Stattdessen werde ich halt dann weiter angezeigt, wegen Stalking und solchen Sachen halt dann irgendwie. Und also ich muss das halt dann am Ende immer wieder ausbaden. Meine sämtlichen Versuche, einen Mediator heranzuziehen, der wirklich neutral ist, ich wiederhole, der wirklich neutral ist, wurden alle von der Mutter abgelehnt. Also habe ich dann natürlich dann wieder das zum Tragen gehabt, weil der Jugendamtsmitarbeiter hat dann da auch Druck ausübt auf mich, weil wenn da halt dann keine Gespräche zustande kommen, bin ich derjenige halt dann irgendwie und das Kind selbstverständlich, die halt dann eben unter dieser Situation den Kürzeren zu ziehen haben. Also habe ich mich mindestens 3-mal bemüht um Mediator, habe auch welche faktisch halt dann auch geholt, die wurden alle abgelehnt. Lass uns mal den Mediator den Teil mal weglassen, weil ich glaube, das Wesentliche ist ja, dass du hast begleiteten Umgang. Auf den Verdacht hin, du könntest deinen Sohn entführen, der sich nie bestätigt hat. Ja. Du hast es aus dem Affekt gesagt. Genau. Und zwar als Antwort genau. darauf, dass die Mutter deines Sohnes gesagt hat, sie würde das Kind entführen nach Georgien oder in die Ukraine. Genau. Die Mutter streitet es aber ab. Du streitest es ja genauso, aber warum hast dann du begleitenden Umgang und nicht die Mutter auch? Das sind halt alles diese komischen Beschlüsse, die da irgendwie einhergehen. Ich frag mal noch was anderes in die Richtung. Wie kommt es, dass der Richter unser Video, in dem du ganz eindeutig nicht sagst, du würdest deinen Sohn entführen wollen, so versteht, dass du ihn entführen willst, dass du sowas da gesagt hättest? Wie gesagt, ich kriege das jetzt nicht zusammen, halt dann irgendwie, er hat gesagt, ich würde halt dann, ich hätte in dem Interview gesagt, ich würde eine Nähe herstellen wollen zu meinem Sohn und sei dann halt dann eben ins Ausland gegangen. Hat das so gesagt? Du versuchst ja gerade zu rekapitulieren, was er dir in der Verhandlung gesagt hat. Ich versuche gerade zu rekapitulieren, wie er das gesagt hat, weil ich erinnere mich noch, dass er das nämlich total anders halt dann irgendwie gesagt hat. Ja. Er hat dann auf jeden Fall gemeint, aufgrund dieser Aussagen würde das für ihn so klingen, als ob ich gesagt hätte, im Umkehrschluss heißt das, sie möchten das Kind entführen, hätte ich zum Ausdruck gebracht in dem letzten Interview. Also das Video kann sich jeder im Internet anschauen. Er wird feststellen, dass nichts darin so zu verstehen ist, dass du das Kind, deinen Sohn, entführen willst. Wie kommt der Richter dazu? Gibt es hier eine kognitive Dissonanz? Also will er nur hören, was in sein Schema passiert? Darf nicht sein,
kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja, also musst du da abgestempelt werden von ihm? Warum versteht er ein Video, das so klar ist? Also ich fand es wirklich klar von dem, was du gesagt hast. Genau falsch. So wie bisher eben das ganze Verfahren lief. Also fairerweise nochmal muss ich halt dann auch sagen, er hat mich halt dann auch gefragt. Ich habe halt dann das halt dann auch abgeschrieben. Ich habe gesagt, nein, dem ist nicht so. Genauso wie ich das halt dann eben gerade im Video halt dann auch gesagt habe. Aus der Erfahrung allerdings in der Vergangenheit weiß ich, dass er schon bereits sämtliche meiner Aussagen entweder missverstanden hat, was mich persönlich an meinen eigenen Deutschkenntnissen zweifeln lässt, muss ich sagen. Weil irgendwie will man entweder jemanden verstehen oder man kann niemanden nicht verstehen, weil dieser Mensch ist der Sprache nicht mächtig oder so. Und oder ich weiß nicht, was da noch für alles für kombinatorisch möglich ist. Also dein Deutsch ist ja, dein Deutsch ist sehr gut. Du bist ja promovierter Biologe, hast ja in Deutschland promoviert. Okay. Also das kannst du nicht ohne einen sehr guten in Deutschland geboren. Deutschen Ausweis. Okay, gut. Ich habe also, gar keinen anderen Ausweis als einen türkischen. Hat der Richter sich ja YouTube-Videos anschaut, lade ich ihn hiermit ein, auch mal mit mir ein Interview zu machen, falls er will. Ja, das wäre ja auch interessant. Wenn er da klare Aussagen macht in dem Video, wir können das auch zu dritt machen, ja, mit dir zusammen, wäre ja auch toll. Weil wir machen ja diese Videos unter anderem, um die Missstände, die dahinter verschlossenen Türen in nicht öffentlichen Verhandlungen passieren, ans Licht zu holen. Und wenn jetzt in dem Video, wo wir genau sowas machen, dann sich das ein Richter anschaut und dieses Video völlig falsch versteht, dann zeigt es ja, welche Missstände genau hinter diesen verschlossenen Türen passieren. Dass da ein Richter ein ganz klares Video nicht versteht. Und dann verstehe ich auch, wie es dir mit diesem Richter geht. Jetzt erzähl doch noch bitte, wie kam es eigentlich zu dem begleitenden Umgang? Gab es da einen Beschluss? Ja. Den Beschluss, also der Beschluss, der wurde halt dann auch im offenen Brief, oder der hat dann auch erwähnt, der kam vor 4 Jahren. Es war Herbst, ich sag mal einfach Herbst, ich weiß nicht genau, Monat mehr. Herbst 2014 kam der zustande, auf Drängen der Richterin, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, in Tübingen, auf den Vorschlag der Mutter, dass sie nur einverstanden sei, dass ich den Kleinen sehen kann, wenn das in begleiteten Umgängen abläuft. Das heißt, sie war schon vorbereitet, ne? Sie hat schon ihre Hausaufgaben gemacht, ich natürlich nicht, wie viele Väter, ne? Haben halt keine Ahnung, was da jetzt gerade auf sie zurollt. Alles klar, meine Reaktion darauf im Amtsgericht Tübingen, auf den Vorschlag der Mutter, beziehungsweise auf das Drängen der Mutter, begleitete Umgänge durchzuführen. Meine Reaktion natürlich und richtig. Ich habe gesagt, nein, ich will so ein, ich weiß nicht mehr genau Worte, ich will sowas nicht haben. Ich will meinen Sohn jetzt sehen, habe ich dann gesagt. Ich will keine begleiteten Umgänge. Daraufhin die Richterin, stimmen Sie zu? Also die Richterin sagt jetzt daraufhin auch meine Reaktion, ich will das nicht, ich will meinen Sohn jetzt sehen. Ich will wissen, wie es ihm geht. Daraufhin die Richterin, stimmen Sie jetzt zu? Oder Sie sehen Ihr Kind nie wieder oder die nächste Zeit nicht wieder, die eine sehr lange Zeit nicht wieder. Irgendwie sowas in der Richtung, sinnbildlich eine sehr lange Zeit nicht wieder, die Richterin. Daraufhin habe ich halt dann so gestutzt, ich habe Grundrechte, so wie kann sowas halt dann irgendwie zustande kommen, wie können Kinder von Elternteilen grundlos getrennt werden. Und daraufhin hat mein Anwalt damals, mein erster Anwalt war das, hat mich halt dann auch dann angefangen zu bringen, hat dann auch gemeint, machen Sie, stimmen Sie zu. Ich habe gedacht halt dann irgendwie, okay, scheinbar ist es irgendwie normal, dass man da halt dann eben zustimmt. Also wortwörtlich hat die Richterin am Amtsgericht Tübingen zu dir gesagt, stimmen Sie dem begleitenden Umgang zu oder Sie sehen Ihr Kind eine sehr lange Zeit nicht wieder. Und hinzugefügt möchte ich nur haben, in einem sehr scharfen Tonfall, also schon fast zischend, irgendwie habe ich es in Erinnerung, vielleicht bin ich das immer so, stimmt jetzt so oder Kind nie wieder. So kam das halt. Gut, ich bin kein Jurist, ja, aber mir fällt das Wort Nötigung hier ein. Überlassen der anderen, die sich da besser auskennen, Erpressung, Nötigung, sind hier Worte, die vielleicht auch anderen einfallen, die sich das Video anschauen.
Okay, jetzt bist du in Straßburg, du siehst deinen Sohn nach wie vor alle 2 Wochen im begleitenden Umgang. Nur jetzt eben deine Ex-Freundin, die geht jetzt 3 Wochen in Urlaub. Das heißt ja, du siehst deinen Sohn ja einmal nicht im BU, wenn ich richtig rechne, ja. Lass mich das korrigieren, das ist mir dann später noch gesagt, weil ich hätte falsche Aussagen getätigt oder so. Könnte Also passieren. sie wird halt nachweislich. Also ich werde den Sohn laut Planung des Kinderschutzbundes 3 Wochen lang wieder mal nicht sehen. Also es ist schon mittlerweile üblich, dass ich ihn ohnehin nur einmal im Monat sehe, zwei Stunden. Ja? Ein Monat, 2 Stunden. Begleitet. Und Okay. es kommt ja mal vor, dass er mal zum Beispiel krank ist oder sowas und dann gibt es keine Ersatztermine oder es fehlt halt wieder an Kommunikation irgendwie, weil mit den Deutschkenntnissen und so weiter nicht. Das ist ja ein bisschen schwierig, mit Leuten halt dann vom Kinderschutzbund zu kommunizieren, ne? Und, oder mit dem Jugend, egal, ich würde es jetzt nicht ausbreiten. Also auf jeden Fall, warum sage ich 3 Wochen? Weil der Abstand nämlich zwischen zwei BUs 2 Wochen beträgt. Und wenn ein BU ausfällt wegen Termin, so liegt zwischen den zwei anderen Terminen, oder habe ich jetzt sogar falsch gerechnet, müssen 3 Wochen eigentlich dann liegen, oder? Also das heißt, der BU fällt aus im August, der zweite BU fällt aus. Das heißt, ich sehe ihn planmäßig am Montag und dann sehe ich ihn in 2 Wochen nicht, 2 Wochen drauf. Und dann sehe ich Wenn du ihn Pech hast, ist es noch länger als sogar 4 Wochen. Ja? Je nachdem, wie die drei sogar vier Wochen so Wochen, ne? weit sind, ja? Können auch 5 Wochen sein insgesamt. Genau. Okay, und Genau. das hast du mit deiner Ex-Freundin abgesprochen oder wie lief das ab? Das lief so ab, ich habe es vom Kinderschutzbund mitgeteilt gekriegt. Ja, die Frau sowieso ist halt dann im Urlaub. Mit dem kleinen Sohn halt. Und deswegen findet kein BU Mitte August statt. Wurde dir Deswegen habe ich mich halt dann mitgeteilt? eben gefragt, wer wurde mir mitgeteilt. Also von der Mutter habe ich nichts mitgeteilt gekriegt, wurde nichts gesagt. Und das Und du wurde halt dann weißt auch einfach nicht, auch wieder über meinen wo die Sohn im Urlaub geschickt. sind. Ich wusste bis vorgestern, gestern, bis vorge nee, bis gestern wusste ich noch nicht mal, dass sie in Urlaub geht. Wo sie in Urlaub hingeht, vielleicht geht sie auch in die Alpen oder sowas, ich habe keine Ahnung. Aber Hast du das naheliegend für mich Sorgerecht? ist halt das Sorgerecht hat mir der gleiche Richter, der halt dann auch deine Videos halt dann auch nicht richtig einordnen kann oder verstehen kann, hat mir das Sorgerecht, das habe ich ihm auch vor Gericht gesagt, aus der Tasche gezogen. Und nee, das Sorgerecht habe ich halt dann eben auch seit letztem Jahr Okay, nicht mehr. wenn du das Sorgerecht hättest, müsstest du natürlich erfahren, wo sie hingeht. Warum hast du Ich das habe Sorge einige Sachen nicht erfahren im warum hast du Sorgerecht. das Sorgerecht verloren? Mit welcher Begründung? Die Begründung war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass keine Kommunikation zwischen den Eltern stattfindet. Das war die hauptsächliche Begründung für den Entzug des Sorgerechts. Okay, und soweit ich weiß, darf das Sorgerecht dann nur aus Und triftigen es wurde halt dann Gründen auch irgendwie mit dem entzogen Kindeswohl werden. irgendwie zusammengesetzt. Das heißt dann irgendwie, ja Okay. genau, es wurde halt dann eben mit dem Kindeswohl begründet. Vielleicht ist das der triftige Grund, weil keine Kommunikation zwischen den Eltern, also findet es halt dann irgendwie irgendeinen Einfluss halt dann auf das Kindeswohl. Also es ist ein triftiger Grund, also kann man halt dann auch mal dem Typen da halt dann auch mal das Sorgerecht entziehen, obwohl er eigentlich im Prinzip eine weiße Weste halt dann irgendwie hat, was solche Sachen betrifft. Okay, die Mutter zieht weg von Tübingen nach Freiburg über Nacht. Dem Vater wird unterstellt, er würde das Kind entführen wollen. Dabei ist ja die Mutter sozusagen einfach von einem Ort in Deutschland zum anderen gegangen, hat das Kind dem Vater Und ja, entzogen. Ich weiß nicht, ob man sowas grundlos Entführung nennen halt. darf. Ich glaube rein rechtlich nicht. Fühlt sich vielleicht so an für dich. Und dem Vater wird ein Vorwurf gemacht, der unhaltbar ist. Und aufgrund dieses Vorwurfs wird er in scharfem Ton von der Richterin am Amtsgericht Tübingen
auf die Idee gebracht, einem begleiteten Umgang zustimmen zu sollen. Und dann wird diesem Vater noch das Sorgerecht entzogen, weil keine Kommunikation zwischen den Eltern stattfindet. Gut. Das ist übrigens halt auch auf Empfehlung der Richterin im Oberlandesgericht Freiburg, Außenstelle Karlsruhe, die Außenstelle Freiburg, Oberlandesgericht Karlsruhe zustande gekommen, die auch in der Verhandlung, ich weiß nicht, ob ich das hier offen sagen darf, keine Ahnung, die in der Verhandlung dann auch gegenüber der Mutter geäußert hat, wenn Sie bei mir morgen einen Antrag auf alleiniges Sorgerecht stellen würden, ich würde Ihnen das ohne Umschweif zusichern. In der Verhandlung. Das war das OLG. Das sagt die Richterin, die Frau vom Bundesvorsitzenden, Verfassungsrichter in Freiburg. Okay, du hast da Einspruch. Also der. Du hast da das in die nächsthöhere Instanz getragen, wegen dem Sorgerechtsentzug. Sie hat ja nicht gemacht. Das wurde dann später im Amtsgericht dann vollzogen. Aha. Und warum warst du beim OLG? Natürlich beim OLG waren wir wegen einer Umgangssache, weil der Umstieg oder die Erweiterung vom begleiteten Umgang auf begleitete Übergaben und so weiter eben immer hintertrieben wurden in der Zeit. Hm. So, also sind wir halt dann eben im Antrag beim Amtsgericht gestellt und dann wurden halt dann da natürlich halt dann, ich weiß nicht mehr, abgewiesen oder keine Ahnung, nee, abgewiesen wurden wir nicht, aber es kam halt dann eben nicht zustande. Daraufhin haben wir halt eine Beschwerde da halt dann eben eingereicht beim Oberlandesgericht. Und beim Oberlandesgericht wurde halt dann da geschachert und nichts von dem, was mir halt dann da beim Oberlandesgericht zugesprochen worden ist bezüglich Umgangserweiterung, wurde bis heute in die Tat umgesetzt, sondern es wurde sogar eher rückläufig. Anstatt mehr Umgang wurde es, aber wirklich fast auf den Tag genau, wurde es dann weniger. Also wir kamen aus der Oberlandesgerichtsverhandlung raus, ne, wegen Umgangserweiterung, und da habe ich halt dann auch mehr Zeit halt dann irgendwie rausschlagen können. Und dann, nachdem wir aus der Verhandlung rauskamen, kam dann die Antwort, wirklich, ich weiß nicht, eine Woche vielleicht später, vom Kinderschutzbund, wir haben keine Kapazitäten mehr, wir müssen die Umgänge kürzen. Das heißt, Pustekuchen. Am Ende habe ich dann weniger Umgang. Das heißt, der Kinderschutzbund in Freiburg ist nicht fähig, einen begleiteten Umgang umzusetzen, wie er per Gerichtsbeschluss entschieden wurde. Genau, das machen die, also ich weiß auch nicht, wo die halt dann immer ihre Statuten rausholen, man darf das nicht, man darf jenes nicht, und dann wird halt dann auch immer beschwichtigend mir gesagt, ja, ihnen mögen die Regeln vielleicht streng vorkommen, dazu möchte ich halt dann warte auch mal, sagen, lass uns noch mal kurz da bleiben. Also der Kinderschutzbund nennt sich ja Kinderschutzbund, ja, und nicht Mütterschutzbund und auch nicht eigene Mitarbeiterschutzbund, ja, falls die Mitarbeiter keine Zeit haben, dann werden die Mitarbeiter geschützt. Es ist ja ein Kinderschutzbund. Und wenn er die Aufgabe des begleiteten Umgangs übernimmt, dann muss er die ja auch entsprechend den Gesetzen und entsprechend des Beschlusses eines Gerichts auch dann ermöglichen. Ja, da darf ja nicht der Kinderschutzbund derjenige. Das ist auch deren eigene Aussage. Die haben mich halt auch schon mehrmals in der Vergangenheit halt dann auch darauf hingewiesen. Ja, wir können da nichts machen, dann müssen sie einen Antrag bei Gericht stellen. Und dann stellst du einen Antrag bei Gericht, dann kriegst du halt dann auch etwas zugesichert und dann gehst du halt dann wieder zurück zum Kinderschutzbund und die sagen, nee, keine Kapazitäten. Wir können es nicht machen, also machen wir es halt dann auch nicht. Okay. Und jetzt? Fertig. Gut, also erledigt. Das sind einige Kuriositäten. Also der Richter, der sich ein Video auf YouTube anschaut, ja, und dieses Video kann jeder sich anschauen auf unserem YouTube-Kanal Freiheit für Familien. Es wird jedem klar sein, dass du darin meilenweit weg bist von jeder Idee, deinen Sohn zu entführen. Dann, wie du am Amtsgericht Tübingen unter Druck gesetzt wirst, dem BU zuzustimmen, in scharfem Ton. Dann gehst du vors OLG, um mehr Umgang mit einem Sohn zu haben, zwar nach wie vor begleitet, aber öfter. Dann sagt der Kinderschutzbund, sorry, wir haben nicht genug Leute. Hast du noch was aus diesem Kabinett der Kuriositäten am Amtsgericht Tübingen, Amtsgericht Freiburg, Jugendamt Freiburg, Kinderschutzbund Freiburg? Gibt es noch was?
Nee, also bei mir dreht sich die Welt hauptsächlich zwischen Jugendamt, Kinderschutzbund und hauptsächlich Amtsgericht Freiburg. Also das ist so meine Welt Und eigentlich. was ist dann noch? Gibt es irgendwas, was dann noch passiert ist? Wie laufen die Umgänge zum Beispiel ab? Gab es da jetzt etwas Seltsames? Die Umgänge sind, also es gab einen Tausch in der Leitung für die zuständige Person, die mit meinem Fall betraut ist, um es noch komplizierter zu machen. Also die alte Leitung ist gegangen, die neue Leitung kam da halt dann wieder ran. Die alte Leitung hat dann gesagt, sie können auf den Spielplatz gehen mit ihrem Kind und spielen, weil der Richter weiß ja auch nicht, ob es überhaupt eine Kindesentführung gibt oder nicht. Also kann man im Prinzip halt dann auch auf den Spielplatz gehen. Die neue Leitung sieht das anders. Sie sagt halt dann eben, ah, Kindesentführung kann nicht ausgeschlossen werden. Und deswegen die Statuten vom Kinderschutzbund sagen halt, in dem Fall darf halt dann irgendwie nicht zum Spielplatz gegangen werden. Also sind wir eigentlich im Prinzip auf zwei Zimmer und auf eine Terrasse eingeschränkt. Draußen auf dem Garten darf man auch nicht spielen, weil da sind halt dann auch die Nachbarn gestört. Der Sandkasten, der hinter dem Haus steht, der ist halt total dreckig, da kann man halt dann auch nicht wirklich hingehen. Also bleiben wir halt dann einfach mal im Zimmer halt dann, ne? Weil man darf ja so einiges nicht. Aber da muss man natürlich dann Okay. Verständnis halt dann auch dafür haben. Zum Bäcker gegenüber auf der anderen Straßenseite darf man auch nicht gehen. Und das ist auch unmöglich, das darf man nicht. Ich darf nicht auf Türkisch mit meinem Sohn reden. Ich darf auch nicht sagen, Großvater heißt Dede auf Türkisch. Das darf ich auch nicht sagen, weil das ist ja Türkisch dann. Das darf man auch nicht. Und Redest also du türkische Türkisch mit Sätze deinem verstehe ich halt schon Sohn mal gar nicht. während dem begleiteten Umgang? Darf ich ja nicht, weil sonst sagt mir der Kinderschutzbund halt dann die Umgänge alle ab. Und warum Also da würdest du kann man dann auch gern schon Türkisch mit ihm dabei. reden? Weil es halt dann auch ein Teil seiner Identität ist. Ich denke schon, dass es halt dann wichtig halt dann auch für ihn ist, halt es halt dann auch zu lernen. Kann man da jemanden Also jetzt dazunehmen vom Kinderschutzbund, der Türkisch spricht, so damit du Türkisch reden kannst mit deinem Sohn? da könnte man jemanden dazu nehmen, der oder die befähigt wäre, Türkisch zu reden, aber wir haben natürlich keine Personen in den letzten 3 Jahren auftreiben können, die zu befähigt wären. Also dem Kinderschutzbund geht es halt dann auch ziemlich dreckig, scheinbar. Achso, du hast es schon beantragt oder angefragt, dass da jemand da ist, damit du Ich habe Türkisch reden angefragt, kannst. also ja, mir wurde damals vor 3 Jahren wurde mir halt dann gesagt, Sie dürfen kein Türkisch reden, weil wir haben kein türkisches Personal hier. Ist ja auch schwer in Okay. Deutschland türkisches Personal halt dann irgendwie auch zu Weil finden. du könntest mit deinem Sohn auf Türkisch die Entführung planen. Sorry, dass ich lache, aber da ist mit der gleichen Leitungsperson schon mal was in der Vergangenheit passiert. Ja, wie ich dir das halt auch mal erzählt. Also wir sind damals halt auf den Spielplatz gegangen, das war die gleiche Leitungsperson. Und wir haben es gerade bereit gemacht, zum Spielplatz zu gehen. Und der Kleine hat es halt dann auch verstanden, es war letztes Jahr oder sowas war das halt, vor der OLG-Verhandlung, glaube ich, war das. Und ich habe ihm halt dann, hat er verstanden, okay, wir gehen auf den Spielplatz, jetzt muss er seine Spielzeuge alle zusammenpacken, ja. Daraufhin habe ich ihm halt dann gesagt, okay, komm, lass uns hier ausbüchsen, habe ich da halt dann gesagt. Lass uns hier ausbüchsen, also aus diesem Zimmer entfleuchen, ja, Richtung Spielplatz. Also hat er gemacht, oh, okay, alles klar, ich nehme dann noch meine 20 Bagger mit. Ja, also hat er halt dann angefangen, die ganzen Bagger zusammenzutragen, die er dann auf dem Spielplatz eben mitnehmen wollte. Was ich da noch nicht so ganz gecheckt hatte, war, dass die gleiche Person, die damals die den Umgang begleitet hat, hatte. Auch die gleiche Person ist, die dann später in die Leitung gewechselt ist, die heute dann untersagt, mir mit dem Kleinen auf den Spielplatz zu gehen. Ne? Und es hat ja halt nicht gefallen, dass ich ausbüchsen gesagt habe. Wie, Sandro, kannst du ausbüchsen sagen in so einer Konstellation? Sowas geht nicht, sowas darfst du nicht machen. Du darfst so etwas nicht machen. Du darfst nicht einem Kinderschutzbund zu deinem Kind sagen, ausbüchsen. Weil sonst bist du halt dann gleich der Kindesentführer. Alles klar, daraufhin wurden halt dann dementsprechend Ausflüge zum Spielplatz wurden dann verboten. Also ich durfte dann wieder nicht auf den Spielplatz gehen. Kurz darauf hat sich dann die alte Leitung, wenn ich mich recht erinnere, sich eines Besseren besinnt und hat halt dann daraufhin die Ausflüge auf den Spielplatz wieder erlaubt. Das war kurz bevor sie halt dann eben den Abschied vom Kinderschutzbund genommen hat.
Du merkst also, es geht immer so total hin und her. Das ist, mir kommen Gedanken an, wo muss man so vorsichtig, also du wirst verdächtigt für etwas, was du nie tun würdest, was auch keiner dir nachweisen kann. Und nur weil dieser Verdacht ausgesprochen wurde von deiner Ex-Freundin, darfst du nicht frei mit deinem Sohn Umgang haben, zu Hause bei dir, er darf nicht bei dir übernachten. Und du musst noch mit deinen Worten extrem vorsichtig sein, damit dieser falsche Verdacht sich nicht irgendwie erhärtet, weil du sagst, hey, lass uns ausbüchsen zum Spielplatz gehen. Und sowas erinnert mich an Schauprozesse im Kommunismus. Sowas gab es in Stalin, sowas gab es in der DDR, als die Tschechische Republik oder Tschechien damals, ich glaube Tschechische Republik hieß es, da die Russen einmarschiert sind. Also sowas macht man doch mit, wie heißen sie, nicht, also die quasi vom Glauben abfallen. Ja? Und das muss ja für dich eine unglaubliche psychische Belastung sein, dass man jemand mit türkischen Wurzeln, ja, wo die Eltern, glaube ich, ja nach Deutschland gegangen sind, der in Deutschland aufgewachsen ist, promoviert hat, ja, also und jetzt in Tübingen an der Uni gearbeitet hat als Wissenschaftler und jetzt in Straßburg arbeitet wieder als Wissenschaftler, ja, also ein intelligenter Mensch, der unsere Sprache, die deutsche Sprache, sehr gut beherrscht. Und dem wird vorgeworfen, er würde sein Kind entführen und er wird so behandelt. Und dann noch die Geschichte mit dem Richter, der dein Video so versteht, wie er es verstehen will, wie es, damit es in sein Raster reinpasst. Also ich frage mich, so langsam hat dein Fall auch etwas mit Vorurteilen, mit Ausländerfeindlichkeit zu tun? Es gab eben halt dann auch diese Episode bei der letzten Beraterin, Kinderpsychologin, die Beratung halt dann eben abgesagt hat, mit der Begründung, es ist halt immer doof, wenn man kein Diktiergerät oder sowas dabei hat, dass man solche Aussagen halt dann irgendwie aufzeichnet oder sowas, mit der Begründung, ich komme mit ihrem kulturellen oder islamischen oder türkischen Hintergrund nicht zurecht. Damit hat sie mir die Beratung abgesagt und hat mir stattdessen einen arabischen Psychologen oder einen iranischen Psychologen, ich weiß es nicht, kann es an dem Namen nicht erkennen, empfohlen, da soll ich doch irgendwie hingehen. Und das ist passiert nach ungefähr, ich will jetzt nicht lügen, nach einem Jahr Kennenlerngesprächen. In denen wir hauptsächlich über Islam, über Frauenunterdrückung und über Koran gesprochen haben, aber über die Thematik so gut wie gar nichts. Da wurde mir halt dann erklärt, mehrmals, dass ja irgendwie die Arbeit einer Psychologin genauso sei wie in der Wissenschaft und so, und dass man da halt dann da irgendwie da vorgehen muss dementsprechend. Und wie gesagt, es war keine psychologische Tätigkeit, es ging darum, gemeinsame Gespräche herbeizuführen. Mit der Mutter. Nach einem Jahr hat sie mir da halt dann abgenommen. Mit der Mutter zusammen halt dann eben. Ich bin halt dann wirklich wie ein Trottel, bin ich da halt dann jedes Mal halt dann immer morgens, mittags halt dann immer dahin getrottet. Von Tübingen kommen, nach Freiburg, mit dem Flixbus, keine Werbung hier. Und dann halt dann irgendwie vom Ding da zum Ding gelaufen, zur Psychologin gelaufen, von der Psychologin zum Ding gelaufen, zum Kinderschutzbund gelaufen, also von der, wie heißt diese Stadtteile, von Herder nach Viere. Und dann von Biere dann wieder Richtung Stühlinger. Also diese Psychologin, Kinderpsychologin, ja, die ist in Freiburg. Ja. Und diese Kinderpsychologin, hast du eingeschaltet, damit sich der Kontakt zur Mutter verbessert? Nein, ich habe vorher schon bereits jemanden halt dann irgendwie herangeschafft, der auch Pädagoge ist und der hat es halt dann von sich aus sogar angeboten hat. Er hat dann gesagt, hat halt dann auch ein neutrales
Umfeld zu schaffen, schon im Vorfeld, halt gesagt, wir können das so und so machen, wie kann jemand mitbringen, dann können wir uns halt in einem Kaffee treffen und so, und dann können wir halt irgendwie Menschen miteinander reden wollen. Und er ist halt dann auch ausgebildeter Psychologe, sondern Pädagoge, und er hat es halt dann angeboten, und sie hat es abgelehnt, nach dem Prinzip, ich mach das nicht. Ich glaube, davor hatte ich auch schon bereits jemanden halt dann irgendwie vorgeschlagen gehabt, halt dann, dass man miteinander redet. Ich habe auch selbst persönlich, habe ich halt dann auch ihr gegenüber vorgeschlagen. Und so ging es halt dann immer weiter. Und dann sollten wir zum, wie heißen diese ganzen Stellen, zur Beratungsstelle für psychosoziales, bla bla bla. Davon gibt es auch zwei in Freiburg. Das habe ich halt dann auch festgestellt. Also es sind keine Filialen, sondern es sind zwei total unabhängige. Bei dem zweiten war ich auch schon, später dann nochmal, um da halt dann eben die abgebrochenen Kennenlerngespräche an der Stelle fortzuführen. Und der andere wurde halt dann zuerst vorgeschlagen. Das wollte dann wieder die Mutter nicht. Sie hat halt dann moniert vor Gericht, dass da Gesprächstermine... Okay. Ich verstehe, also das sind viele Details, was ich verstehe. Du machst alles, damit du deinen Sohn und auch deinen Sohn dich öfters sehen kann. Und jetzt warst du bei dieser Psychologin und der Zweck des Ganzen war, dass du mit der Mutter ins Gespräch kommst. Ich nehme an, die Mutter ist auch zu der Kinderpsychologin gegangen. Und aber statt hier irgendwie dafür zu sorgen, dass die Gespräche zwischen Vater und Mutter so stattfinden, dass das Kind seinen Vater nicht entbehren muss, hat diese Kinderpsychologin mit dir über deinen islamischen Hintergrund, anscheinend, ich weiß ja nicht, ob du gläubig bist, ja, und dein Frauenbild, das irgendwie wohl islamisch geprägt ist, wie sie denkt. Nee, sie hat nicht nach meinem Frauenbild gefragt oder nach meiner Einstellung, nach meinen Ansichten. Sie hat nach den islamischen Ansichten gefragt. Und ich bin kein Gelehrter oder kein Kleriker oder sowas, irgendwie, dass ich hier überhaupt eine Antwort auf diese Frage geben könnte. Ja. Sie hat nicht nach meiner Person gefragt. Sie hat an keinem Punkt nach meiner Person gefragt. Ja, und dann einfach nur sind es die Gespräche besser geworden mit der Mutter oder macht ihr da noch weiter? Die sind immer noch nicht vorhanden. Und die Psychologin ist nicht vorhanden. Dran. Und die Psychologin ist, ich habe das zu das, was ich eben gerade erzählt habe, habe ich auch schon bereits vor Gericht halt dann auch zur Sprache gebracht. Ja. Ne? Und daraufhin wurde mir vom Jugendamtsmitarbeiter entgegnet, ja, das ist die beste Kinderpsychologin oder das Beste, was wir hier in Freiburg halt dann eben haben. Mhm. Da fragt man sich halt, wenn das Beste ist, was Freiburg zu bieten hat, warum nennt man eigentlich Freiburg überhaupt, oder warum sagt man über Freiburg, Freiburg sei eine tolerante Stadt, wenn solche Leute halt dann irgendwie zu den Eliten gehören, zu der Spitze sozusagen gehören irgendwie, die einfach Gespräche abbrechen, weil ihnen die Religion von dem Gegenüber irgendwie nicht passt, weil man halt eine total vorurteilhafte Einstellung irgendwie gegenüber der Religion dieser Person hat und diese halt dann auch auf diese Person halt dann noch zusätzlich überträgt. Also ich verstehe das. Was hat der Jugendamtsmitarbeiter gesagt? Hat er gesagt, das ist ja unerhört, was die Frau da sagt und als Begründung bringt? Gar nicht. Nee, das war dem total egal halt dann irgendwie. Er hat dann festgestellt, okay, Gespräche kamen nicht zustande, also plädiere ich halt dann wieder dafür, wofür ich schon seit 2 Jahren plädiere, dass die Umgänge abgesagt werden sollen, weil auch Flagge sich da halt dann irgendwie nicht zustande kommt. Also du hast dem Jugendamtsmitarbeiter ganz klar gesagt, dass die Psychologin die Gespräche mit dir abgebrochen hat, wegen deinem anscheinenden islamischen Hintergrund. Ja. Und der Jugendamtsmitarbeiter hat wie reagiert? Er hat gesagt, sie ist das Beste, was wir in Freiburg haben. Okay, oder so wie es sich anhört, eben aber nur für Deutsche mit katholischem oder christlichem Hintergrund. Weißt du da mehr dazu, ob sie... Das sind ja Kinderpsychologen, die nicht für Menschen tätig sein will, die einen dunklen Bart haben, dunkle Haare, die gefährlich aussehen. Schon merkwürdig. Schon merkwürdig, oder? Also Cengiz, du siehst gefährlich aus. Du siehst aus wie jemand, der Alu Akbar rennend durch die Straßen rennt und für seinen Sohn sehr gefährliches Kinder entführt, genau.
der sagt, lass uns ausbüchsen. Ja. Lass uns ausbüchsen, ist ganz schlimm. Und wenn du Videos machst, dann versteht der Richter natürlich, dass du dein Kind entführen willst. Also tut mir leid, dass ich lache, aber es ist so abstrus. Was soll ich denn sonst noch machen? Was soll ich denn sonst noch machen? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also was soll ich denn sonst noch machen? Das habe ich den Richter auch gefragt. Was soll ich denn sonst noch machen? Ich meine, wenn ich dann, zufällig die Mutter in Freiburg dann treffe, wegen eines Gerichtstermins, der kurzfristig verschoben worden ist, wenn ich sie dann zufällig in der Stadt sehe, mich zu ihr hinbewege und mit ihr reden will, dann wird mir halt dann gleich noch eine Anzeige erstattet wegen Stalking. Weißt du, was ich meine? Also da kannst du halt dann echt machen, was du willst halt dann irgendwie. Ich schreibe E-Mails, ich versuche mit ihr zu reden. Am Anfang ein bisschen drastischer, dann später halt dann irgendwie friedlicher. Das wird mir halt dann auch nicht anerkannt, weil ich würde jetzt halt dann irgendwie vorspielen. Also nicht, dass ich halt dann irgendwie versuche, mich da halt dann irgendwie an die Erwartungen anzupassen. Nee, bei mir ist es halt dann so, dass ich da halt dann jetzt halt dann sozusagen halt dann irgendwas vorspiele. Ich spiele da etwas vor und dann kommen die Leute halt dann irgendwie und müssen dann die Frau da halt dann irgendwie vor mir oder das Kind vor mir retten oder sonst irgendwas halt dann irgendwie. Also was soll ich denn noch machen? Also soll ich mir die Haare blond färben oder soll ich mir blaue Kontaktlinsen besorgen oder ich weiß es wirklich nicht mehr. Was weiß ich, ich schick dir meine Perücke rüber, okay? Lieber Herr Richter am Amtsgericht Freiburg, hätten wir damit jetzt eine Lösung für Sie? Und kann das Jugendamt in Freiburg, das ist ja übrigens das Jugendamt, das auch hier diesen Skandal wohl mit zu verantworten hat, dass dann Junge von der Mutter Pädophilen zur Verfügung gestellt wird. Du sollst mal vielleicht auch noch sagen, halt, fairerweise, es gibt halt den Raum Freiburg, es gibt halt die Stadt Freiburg. Und ich habe da mit jemandem, der damit besser auskennt, hat dann auch schon mal darüber geredet. Und ich weiß gar nicht mehr, was er damals gesagt hat. Ich glaube, er hat damals gesagt, ja, die Stadt Freiburg wäre halt dann auch für den Ort zuständig oder es gäbe halt dann nochmal ein Jugendamt für den Raum Freiburg. Oder ich glaube, es ist nicht das gleiche Jugendamt, aber es ist halt vom Großraum halt dann. Vielleicht mit einer Außenstelle oder so. Fairerweise dazu sagen. Aber ich meine, dein Jugendamt, der für dich zuständig, also für euren Fall zuständig, Jugendamtsmitarbeiter, wenn der hört, dass die Kinderpsychologin aufgrund deiner religiösen Ausrichtung das Gespräch mit dir abbricht, Entschuldigung, das ist ein Beamter, der hat einen Eid auf das Grundgesetz geschworen. Ja? Also er muss sich innerhalb der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland bewegen und das hört sich sehr stark an. Der Jugendamtsmitarbeiter, ja. Also da habe ich auch mit dem Menschen gesprochen, von einem der Vätervereine, der kennt sich da auch besser aus. Er meint, diese Leute sind gar keine Beamten. Ne? Also ich habe auch früher gedacht, der ist Beamter, aber scheinbar werden die Leute halt dann einfach irgendwie eingestellt, die halt dann irgendwie was mit Pädagogik sind. Ich habe früher auch gedacht, dass der Beamter ist. Ich habe ihn auch mal darauf angesprochen. Er hat mir, wie natürlich so oft halt dann auch in anderen Themen, halt dann da keine richtige Antwort gegeben. Also mit einer Nicht-Antwort sozusagen halt dann. Also nehmen wir an, er ist kein Beamter, dann bewegt er sich immer noch. Er ist städtischer Angestellter. Er ist städtischer Angestellter, gut. Dann muss er sich immer noch innerhalb dieser Verfassung bewegen. Und es hört sich für mich nach Diskriminierung aufgrund deines Glaubens an. Wenn die beste Kinderpsychologin in Freiburg sagt, wegen ihrem religiösen, kulturellen Hintergrund kann ich mit ihr nicht zusammenarbeiten. Das finde ich extrem krass. Also meiner Meinung nach ist es ausländerfeindlich. Ja, in Freiburg. Und dann wird dir noch gesagt, du könntest dein Kind entführen. In Tübingen am Amtsgericht sagen, also das erinnert einen an die schlechtesten Tage von Deutschland. Also da. Und du bist ja, ich meine, Intelligenz spielt da auch keine Rolle. Man muss ja nicht promoviert sein, um glaubwürdig zu sein. Also
Man kann den Verdacht ja, tut dich quasi vorverurteilen für etwas, was ein Verdacht ist. Und deshalb muss dein Sohn jetzt büßen. Deshalb darf dein Sohn jetzt dich einmal im Monat für 2 Stunden sehen. Sozusagen, ja. Und du darfst keine türkischen Wörter für Opa oder Oma benutzen, damit er so ein bisschen spürt, wo er herkommt, ja. Und da schwingt ja auch Liebe bei dir mit, dass du zu deiner Herkunftsfamilie da für ihn ja auch da quasi eine Verbindung herstellst. Nein, das darfst du nicht, weil das beim BU nicht erlaubt ist. Du könntest ihm ja quasi den Plan mitteilen, übermorgen hole ich dich um 3.24 Uhr nachts ab. Und dann kletter bitte aus dem Fenster und schon mal deinen Rucksack. Genau, bind schon mal die ganzen Bettsachen zu einem Seil zusammen und dann hole ich dich ab. Sowas könntest du auf Türkisch sagen. Beispiel. Das ist krank, oder? Das ist einfach nur krank, oder? Also mit diesen Leuten muss ich mich seit 3 oder 4 Jahren muss ich mich abplagen irgendwie. Also nicht nur, dass mir irgendwie komplett die Integrität abgesagt wird. Irgendwie komplett die Glaubwürdigkeit halt dann schon unterminiert ist. Komplett, ich weiß es nicht, also meine Person halt dann irgendwie durch den Reizwort mindestens 10-mal halt dann irgendwie gedreht ist. Da muss ich halt dann auch noch jedes Mal zu den gleichen Leuten halt dann immer hinlaufen und sagen, jetzt aber. Ja, und die haben so ein Schema von dir im Kopf, ja. Also das merke ich bei dem, was du mir über den Richter erzählst. Dem sein Schema ist, der will sein Kind entführen und dann guckt er sich ein Video auf YouTube an, weiß nicht, wie ernst er sich und dann fallen 2 Sätze. Ja, und frag dich das ich dann nochmal. Also ich denke mal, dass vom Jugendamt oder sonst jemand, vermute ich jetzt mal, ihm da einen Link geschickt hat und gesagt hat, schauen Sie sich mal an zwischen Minute so und so. Ich denke mal, ja. Um den Verdacht zu erhärten, du willst dein Kind entführen. Dabei sagst du einfach, und ich glaube, das versteht jeder nach diesem Interview jetzt, nach diesem Video, du sagst einfach, hier läuft was total schief im Familiengericht mit dem Jugendamt, mit dem Kinderschutzbund in Freiburg, auch schon in Tübingen. Und ich vertraue diesem System nicht mehr. Und das kann doch jeder nachvollziehen. Nichts anderes sagst du. Und nur weil du dieses System kritisierst, hast du anscheinend wieder die Absicht, deinen Sohn zu entführen. Dabei gehst du vor ein OLG. Warum sollst du vor das OLG gehen, wenn du ihn eigentlich entführen willst? Warum kommst du noch überhaupt zu einer Verhandlung, wenn du ihn eigentlich entführen willst? Warum fährst du jeden Monat du fährst ja wahrscheinlich 2 Stunden oder 3 Stunden, für 2 Stunden. Von Tübingen aus sind 2,5 Stunden. Ja, und dann bist du 2 Stunden im Monat mit deinem Sohn zusammen. Dabei könntest du ihn doch einfach entführen. Ich meine, warum machst du den ganzen Aufwand, dich an die... Ja, du bist doof. Ja. Also... Vielleicht ist es das, was das Gericht mir sagen will. Halt dann irgendwie tun sie es einfach halt. Dann irgendwie, dann haben wir alle unsere Ruhe oder sowas. Halt dann. Ich weiß nicht, vielleicht, was wir wollen. Ja. Oder wirklich Haare färben. Bart ab, Haare färben. Vor allem deine Augenbrauen, die musst du färben, das fällt sonst auf. Und na gut, Doktortitel hast du schon, das hilft dann, wenn du blond bist. Du brauchst noch Kontaktlinsen, blaue Augen, ganz wichtig. Und dann wirst du deinen Sohn wahrscheinlich im Wechselmodell bekommen. Wobei, ich kann dir sagen, als blonder, blauäugiger Vater bekommst du deinen Sohn auch nicht im Wechselmodell. Also, da kann ich dir keine Hoffnungen machen. Okay, wir machen uns Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass es dir nicht so, dass dir manchmal... Da bin ich verrückt, aber dreht echt durch halt dann irgendwie. Also ich habe wirklich, also ich kann, okay, nichts Falsches sagen, aber es fällt mir sehr schwer, dem Jugendamtsmitarbeiter, sehr schwer, dem Richter, und schon dem Gegenanwalt überhaupt nicht, mit einem Mindestrespekt halt dann überhaupt gegenüberzutreten. Es fällt mir wirklich sehr schwer. Das ist der Beweis. Person, du hast gerade etwas gesagt, was darauf hinweist, dass du deinen Sohn entführen willst. Mal wieder. genau, so läuft es halt dann. Aber wollten Sie jetzt damit sagen, dass Sie jetzt das Kind entführen wollen? Das habe ich aber so verstanden halt dann. Was soll ich denn noch sagen?
Am besten ist nichts zu sagen, halt an Schnauze halten, Spuren machen und dann sind alle zufrieden. Das heißt, der Kinderschutzbund verdient Geld, der Jugendamtsmitarbeiter verdient Geld und die Stadt verdient Geld halt dann irgendwie durch die Verhandlungen. Punktum, fertig. Gut, alle haben einen Job, alle sind zufrieden. Genau, aber der Richter darf sich ein paar YouTube-Videos anschauen, ist doch auch schön. Das ist doch auch schön. Anschauen, ja, genau. Richter, schönen Gruß hier von dieser Stelle. Wir sind jetzt auch am Ende des Interviews. Schön, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben, falls Sie es von Anfang an angeschaut haben und nicht nur auszugsweise. Weil wenn man Videos komplett anschaut, kriegt man vielleicht auch besser so die Bedeutung des Inhalts mit, nur so als Tipp am Rande. Cengiz, gut, dass du noch lachen kannst. Also eigentlich gibt es da nichts zu lachen. Ich versuche. Ich bewundere dein Durchhaltevermögen und dass du das alles auf dich nimmst. Also wegen 2 Stunden im Monat. Ich meine, das ist Vaterliebe, ja. Also schon heftig, dran, oder? Erst mal 2,5 Stunden zeigst, machst, aber und trotzdem das Kind entführen. Ha, ich hab's gewusst. Also ich wünsche dir alles Gute und ich denke, wir sind mal dann wieder im Video-Interview, wenn